gedacht habe, das könnte den Alex hier richtig gut gefallen. Hab nicht Ida das reinkopiert? Hast du mir das reinkopiert? Ich glaube, ja. Aber das habe ich auch gehabt. Ah, dann habe ich. Nein, ich glaube, oh, stimmt. Irgendwas war da. Ich glaube, dann habe ich es gesehen. Ich habe da allein noch ein YouTube-Video dazu getan. Das kann sein. Ah, okay. Das war's. Ja, genau. Ah, stimmt. Okay. Ja. Denn wir haben hier ein sehr interessantes Dingsy-Pumpsi zu kaufen. Na. Ich finde es jetzt nicht so uninteressant. Ich würde es selber nicht verwenden. Aber ich finde es jetzt nicht uninteressant. Nämlich, das ist eine Aufstecktastatur, beziehungsweise es ist gar keine Aufstecktastatur, es ist eigentlich eine richtige Hülle, wo man das iPhone reinsteckt und angedockt an den Anschluss unten, ich glaube USB gibt es eh nur für die USB-C iPhones oder gibt es, ah nein, es gibt es auch noch für die alten mit Lightning-Anschluss, gibt es dann eine physische Tastatur mit echten physischen Tasten. So 2005 lässt grüßen. 2005? 2000? Ich finde das 2010 so lässt grüßen, sagen wir so. Und ja, gibt es jetzt eine Tastatur zum Aufstecken? Alex gefällt es nicht, oder? Ich schalte mal das Video ein. Nein, mir gefällt es. Okay, also Werbung. Nein, das ist wohl. Achso, das ist total. Nein, mir gefällt es aus zwei Gründen nicht. Zum einen, ich finde diese physischen Tastenbahnen beim Smartphone sowieso ziemlich überflüssig, weil die waren vorher schon immer überflüssig und seien sie jetzt nur, seien es eigentlich immer noch mehr geworden. Und B, was das jetzt für ein Riesenklonker ist, wenn das du dir aufs iPhone draufsteckst. Wenn du es aufs iPhone Pro Max draufsteckst, dann definitiv. Das ist, beim Pro wird es halt ein bisschen länger beim normalen, also finde ich jetzt nicht ganz so übel. Naja, aber im Endeffekt, wenn du ein Pro hast und dann auf einmal die Länge von einem Pro Max hast, das wolltest du ja zuerst dann gar nicht und auf einmal hast es. Ja. Und B, also ich schätze, dieses Ding hat überhaupt deshalb Aufmerksamkeit gekriegt, weil es ein bekannter YouTuber gemacht hat. Wenn mir beide das rausgebracht hätten, hätte sich keine Sau dafür interessiert. Möglich. Ich finde es andererseits interessant für Menschen mit Einschränkungen in der Benutzung von nicht haptischen Tasten. Für das ist es, kommt mir aber vor, sein die Tasten zu klaren. Und zu eng beieinander, gell? Ja. Also, jetzt ganz ehrlich, du hast ja irgendwas einmal von Logitech gehabt, so eine externe kleine Tastatur, oder? Ja, das gibt's ja. Ich könnte ja ganz normal mein Apple Keyboard oder jetzt andere Bluetooth Keyboard mit dem Phone pairen, also. Von den her weiß ich nicht, ob das. Das ist halt so eine Nostalgie-Geschichte. Ja, okay, ich glaube, es wird noch immer Leute geben, die ihr BlackBerry-Tastatur vermissen. Bin ich mir sehr sicher, dass es solche geben wird. Ich bin mir auch sehr sicher, die einfach wirklich nur physische Tasten haben wollen und damit schneller sein. Ja, ich meine, vielleicht gibt es eine Nischengruppe, die sich für sowas interessiert. Ich bin mir ganz sicher, dass es da eine Gruppe geben wird. Also ich bin mir sehr sicher, dass es kein, wie soll man sagen, kein Negativgeschäft wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Erfolg wird. Ich bin mir da auch fast sicher, weil über den sei Reichweite geht das schon. Ja. Das muss man dazu sagen, nur, also ich finde den Spaß auch relativ teuer eigentlich. Ich finde $139 gar nicht so schlimm und vor allem, wenn man bedenkt, dass es so wie man da jetzt gerade ein Video gesehen hat, dass man es auch auseinandernehmen und reinigen kann, dass man andere Tasten einsetzen kann, vielleicht weniger griffigere Tasten, also gummiertere Tasten oder härtere. Also die Tasten, ja, ich meine. Du kannst es zerlegen und dir die Tasten auch austauschen. Also ich finde $139 jetzt für so ein Nischenprodukt, wir kommen nachher später zu einem anderen Nischenprodukt, nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Also prinzipiell also finde ich das als Gadget einmal ausnahmsweise eins von den sinnvolleren Sachen da draußen am Markt. Also ich würde jetzt ganz ehrlich gesagt für das Geld, ich glaube, da haben wir heute noch ein paar andere
Gadgets, die ich irgendwie interessanter finde, was ich mir eher kaufen würde um das Geld. Na, na, Also, kann man nicht. weil das. Wohl eins würde ich aufgrund eines Sammlerobjekts kaufen. Ah, okay, ja, gut, möglich. Aber Aber das Ding. Ey, vor allem, es ist auch nicht schön. Ich kann mir nicht helfen. Dieses Case gefällt mir persönlich nicht. das ist reine Geschmackssache, wenn es das in anderen Nein, Formen es gibt ist. mit Gummierung Nein, und. mir gefällt generell das Case schon allein überhaupt nicht. Ja. Also mir gefällt allein dieses grausige, dieser Lederpatch da hinten drauf nicht. Ja, der ist ein bisschen, den finde ich ein bisschen fehl am Platz. Der ist, Und ich muss das sagen, wirkt. eins muss ich sagen, 4K-Videos schmeicheln dem Typen auch nicht, gell? Also der sollte vielleicht einmal. Ja gut, das ist aber jetzt ein rein optisches Ding, dafür kann man nichts. Also das ist jetzt, also das ist jetzt egal, aber gut, ich meine, nimm du dir mal mit einem 4K-Video auf. Das hält Quad-Chip durch. Ja, nein, das 4K ist brutal. Ja, Also das ist, da siehst du alles. jede Mikrobe Also in da. jeder Bohre siehst du da. Ja, na, also ich finde es an sich ganz cool. Also, Na, ich das könnte ist es mir irgendwie. vorstellen, das auch zu nutzen. Ja, frag, ob es da die Firma kauft. Na, na, mein Privathandy hat verwende ich zu Firmenzwecken sicher nicht, außer für Teams, um die Kollegen zu trollen, aber sonst. Na, aber na, also ist nicht mein Produkt, wird nicht mein Produkt werden. Ich weiß nicht, es kommt ganz auf den Anwendungszweck an. So, Es gibt kein. wenn du Applications verwendest wie Numbers oder Writer, so eine Sachen, wenn du viel schreibst, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das echt deutlich einfacher und Also, wenn du ergonomischer wirklich. ist als die eingebaute Tastatur. Also, wenn du Excel oder Word oder was weiß ich was für ein Pendant verwendest und das auf dein Smartphone machst, hast du, glaube ich, auch ein anderes Problem. Ich verwende Numbers und Writer auf dem Phone, also. Um wirklich Texte zu schreiben. Ja. Boah, hey, In du warst schon. Numbers schreibe ich keine Texte, da habe ich eine Na, Tabelle, aber. aber da ist ja, ganz ehrlich, da ist ja selbst wenn der Laptop eine halbe Stunde entfernt ist, ist das schneller. Naja, die Daten sind wohl auf einem Laptop aufbereitet, aber um schnell was nachzutragen, verwende ich das. Also zum Beispiel mein ganzes Finanzmanagement mache ich mittlerweile über Numbers-Tabellen. Und wenn Ausgaben und Einnahmen einzugeben sind, dann mache ich das einfach schnell am Smartphone, weil gerade jetzt just den Moment gemacht, das geht einfacher als zusammenzuwarten, das am Abend am Notebook nachzuholen. Also, ich habe kein Problem damit. Ich kann mit beiden Tools gut arbeiten. Führst du wirklich so einen strikten Finanzplan? Ja, mache ich mittlerweile. Uiuiuiui. Ja, ich hab gemerkt, es tut mir gut. Naja, deshalb zahle ich so gern mit Bankomatkarte. Ja, ich zahle ja alles mit Karte. Weil dadurch habe ich eigentlich auf meinem Bankkonto das und ich spare mir die Eingabe. Ja, ich will trotzdem ein übersichtliches Backup haben, wo ich mir meine Daten dann auch gruppiert schöner aufbereiten kann. Das kannst du aber mit die Geme Ich weiß nicht, was du jetzt bei was für einer Bank bist, aber du kannst das eigentlich zuordnen zu Kategorien. Das schon, das geht da ganz gut, nur für die Numbers-Lösung schöner. Okay, na, da bin ich. Also, da ich mich jetzt nur um mich selber kümmern muss, ist es ja wurscht. Also von den her sage ich, ist es mir dann zu viel, wäre mir zu Ich viel. mache das ja nur Au. für mein Privatkonto und nicht für das Familienkonto. Das Ach so, okay. Sehr gut. ja. Gut. Also ich würde schätzen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Produkt wird selbst durch die Bekanntheit, es wird sich verkaufen, aber ich glaube, das wird relativ schnell wieder in der Versenkung Ich verschwinden. glaube nicht. Also Ich glaube, es wird nichts da, bis Apple sowas Ähnliches anbietet.
Unbedingt, bitte. Für einen dreifachen Preis, 249,90 oder sowas. Nein, bitte, das wäre super wichtig. Ja. Das wäre das Wichtigste, was sie im Portfolio hätten. Oder wenn Apple es ins Portfolio der Drittanbieter-Tools mit aufnimmt, ja. Ach, bitte, hey, das wäre ja noch schlimmer. Ich kann es mir gut vorstellen. Warten wir mal, ich hoffe, dass es eher Ich verschwindet. finde es nicht so schlecht, wie du tust. Ich finde es find's einfach komplett überflüssig. Es ist, ich weiß nicht, für was das brauchst. Also ich glaube, ich verstehe es einfach vielleicht gar nicht. Vielleicht verstehst du es einfach nicht. Ne? Ja, aber Vielleicht ich meine, ich sage jetzt. bekommst du von der Bedienung her mit deinem Gerät so perfekt zurecht, dass du Ich es sage jetzt nicht aber auch brauchst. ganz ehrlich, Du schreibst dass ich nicht das. längere Sachen auf dein iPhone. Kann ja mit der digitalen Tastatur wäre kein Ja, Problem. eben. Na, der Punkt ist das, ich sage jetzt dazu, um das Produkt auch noch zu verteidigen, ich hasse ja so physische Tasten am Handy. Also ich habe es ja gehasst, ich habe früher auch kein SMS schreiben können, weil ich habe das nicht geschafft, über den Nummern Texte zu schreiben. Also ganz früher, wo man noch auf einem Nokia 3310 hat, da 333 44556 also so den Scheiß da eingetippt hat. Ja. Ich habe kein SMS geschrieben oder wenn, habe ich like K hintergeschrieben oder no. Weil für so, du brauchst hast ja ewig gebraucht, um so einen Satz zu schreiben. Na, das ist recht flott von der Hand gegangen. Ich habe es gehasst und dieses sinnlose, wie hat dieses D3-Wörterbuch. T9. Den war der größte Scheiß, der je erfunden worden ist. Es hat nichts funktioniert. Also schreiben ist mit den Dingen nicht gegangen. Ja, du bist einfach ein alter Mann. Na, das ist ja das alte Zeug. Das, was ich verwende, ist ja das moderne Zeug. Na, deshalb, also zur Verteidigung von den Cover da oder von der Hülle, ich bin kein Fan von physischen Tasten bei so einer Screen Devices. Du bist definitiv nicht die Zielgruppe, ja. Also, ich bin komplett vorbei, aber also, wenn es nur so Menschen wie mich geben würde, das Produkt, ja, wird keiner kaufen.